Visagist. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, meine Lieben. Kommt drauf an, wann ihr mich abgeschaltet. Können wir auch abschalten, ihr seid ja ne, per eigenes Fernbedienung oder Telefon oder weiß ich, wo mit ihr denn YouTube guckt. So, ich grüße euch alle herzlich bei mir beim zweiten Vlogmas. Und wie versprochen, drei Sachen, die mir das Leben besser gemacht haben. Ein Kosmetika und ein festliches Make-up. Auf dem Gesicht habe ich schon Pflege, habe ich schon diese von Evelyn. Ich finde, dieses Foundation ist ja wunderbar. Und unter der Foundation habe ich die Zaubertropfen. Wirklich wunderschön. Und da fängt an, was die drei Sachen, die mir das Leben also leichter machen und worüber ich mich freue. Also, meine Lieben, jedes Handwerk, jedes, egal ob Tischler, oder Steinhauer oder Schuhmacher oder Make-up-Artistin oder Visagistin. Jede Handwerk hat eigene Regeln. Und vor über 2 Jahren, ich ist ja drittes Jahr, wird gleich im Januar, ist ja 2 Jahre, ja. Bevor ich meinen Kanal gegründet habe, ich bin ja unterwegs, gutes halbes Jahr oder paar Monate mehr, habe ich mir alle die guten Visagisten angeguckt bei YouTube. Und das hat mir bei anderen gefallen, bei anderen weniger. Und das war mit anderen Sachen, ja, solche zum Beispiel Augenbrauen. Habe ich von einer Visagistin, die habe ich mehrere geguckt, aber das passte mir am besten. Augen-Make-up. Die macht das gut, die macht das ja solche Art und Weise, die mir gefällt. Und kann ich das annehmen? Die macht das noch besser. Das von der. Und habe ich ja alles angewendet, geübt und es funktioniert. Dasselbe ist mit der Foundation. Zum Beispiel, ich habe vorhin meine Augen zuerst geschminkt und danach kam die Foundation und danach kamen die Augenbrauen. Und habe ich Haar auf dem Gesicht? Nein. Da sind sehr viele Haare. Ja, mach sauber. Ich rede mit dem Luftreiniger. So. Ich musste auch lange lernen, diese Handgehabe nacheinander zu verwenden. Und zuerst kommt Pflege. Es kam immer so Pflege, das war ohne Wenn und Aber. Kommt Pflege und danach kommt Foundation. Nach der Foundation, aber am ersten mache ich die Augenbrauen, dass sie schon in Form sind und ich mache die zuerst, weil sie mir am meisten Zeit rauben. Oh. Und danach kommt Foundation und die Foundation wird schön verarbeitet mit Pinsel, mit Schwamm, alles schön am Gesicht und danach kommt Augen-Make-up, Lidschatten. Die Foundation am Gesicht ist am längsten an mir von alle ganzen Make-up, weil
am Ende, so nach 45 Minuten, kann ich schon sagen, mit den Augen, und die liegt immer noch da. Und entweder siehst du, die wird, hat sich jetzt angepasst, ist alles gut, oder funktioniert nicht, hat sich irgendwie so abgesetzt, und ja, da musst du gucken. Und nach 45 Minuten kannst du schon fast sicher sein, dass die Foundation so bleibt gepudert, und nächste Stunde bleibt so. Da habe ich auch einen Schwamm dazu. Wenn irgendetwas sich abgesetzt hat, wenn irgendetwas so verschwommen ist, wenn irgendetwas, keine Ahnung, dann nehme ich einen Schwamm und ein bisschen von Foundation, die ich hatte, und tupfe nach, oder nur mit dem Schwamm. Das alles ist in Ordnung. Mache ich irgendetwas noch, mache ich den Concealer, mache ich danach unten Make-up, unten Glied, Augenlid, und jetzt sehe ich, wieder was, muss ich ja wieder was nachbessern, oder darf Puder schon rein. Und das da darf, dass diese Vorgehensweise versichert mir die Sachen, dass das Foundation mehrere Stunden danach wird noch so aussehen. Mit dem Concealer oder Foundation unter dem Auge. Der Concealer ist dazu entwickelt worden. Es ist ja feiner, es ist ja besser, sich unter dem Auge jetzt schön einzulegen. Am gewissen Element ist machen Foundation, da drauf Concealer, oder Concealer, da drauf Foundation, kommt drauf an, wie die, welche Vorgehensweise die haben. Aber ab gewissem Alter, der Concealer gehört nur hier. Und keine Foundation und Concealer drauf, oder kein Concealer oder Foundation drauf, das macht sich nachher bemerkbar. Das Foundation, der kann ja reichhaltig sein bis zum geht nicht mehr, aber es reicht nicht unter die dünne Hautchen. Das habe ich auch gelernt. Dass der Concealer kommt am Ende, wird ja schön ganz dünn, möglichst sehr da, und das sitzt. Wenn, ich habe ja auch noch gelernt, so ein Concealer, der ganz viel, ganz schnell trocknet, da, wenn man ja schnell den ganz minimal. Es bleibt aber schon getrocknet und kriegt nicht in die Falte. Aber da muss man so richtig schnell und fein mit sehr gutem Schwamm das alles einzutragen. Wenn ich jetzt diese 2 Jahre nur Concealer da hätte unter den Augen, da würde ich ja so viel Falten haben bis zum geht nicht mehr. Das habe ich gelernt. Und das, weil ich vorhin ja keinen Concealer benutzt habe. Also war alles wunderbar. Und jetzt sehe ich, dass die Regeln sind gemacht worden dazu, um den Menschen zu dienen. Dass der Mensch ja schöner aussieht. Und länger, jünger und länger, keine Ahnung, länger einen Tisch hat oder länger an dem Stuhl sitzt, wenn man ein Schreiner ist. Noch eine Sache habe ich auch gelernt, den Concealer drauf, man braucht kein extra hier. Man kann ja Concealer verwenden, es reicht. Ganz, ganz dünn. Und vorhin die Augenlider mit Tonic und danach der Concealer, ganz, ganz dünn. Und wenn es dünn ist und noch trotzdem so ein bisschen in die Falten kriegt, immer vor dem Lidschatten aufzulegen, immer das ausbessern. Und jetzt kann man ja mit den Lidschatten, mit dem helleren Lidschatten, ein bisschen Beige, sowas, oder man kann auch mit Puder, aber das Formel der Lidschatten und das Formel von Puder sind ganz verschiedene Sachen. Und wenn ich ja das pudre, das wird nicht, meine Lieben, es kann ja sein, dass das alles ja will sich nicht verblenden, oder verblendet ist schlecht, oder die Lidschatten geben die Farbe nicht ab. Das ist Formel, das ist Chemie. Und am besten ist ja den Lidschatten von der Palette
als Untergrund von der Palette, die man verwendet. Die alle Lidschatten sind formuell auf sich zugestimmt, zusammen. Ne? Daher auch eine Regel, habe ich auch gelernt. So, das waren die Regeln, die drei Sachen, die mir bei Make-up, wo ich bei YouTube gucken gelernt habe. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich die Sachen noch, wenn ich mein Make-up so schön ist, so gut geworden, da freue ich mich richtig, richtig gut. Oh, ich habe noch was vergessen wegen der Augenschminken, Lidschatten. Also, immer Pinsel mit Naturhaar. Bevor ich erfahren habe, dass bei AliExpress kann man bei Bailey die Pinsel mit echten Haaren, das ist zum Beispiel echtes Haar, bestellen, habe ich auch mit dem künstlichen. Aber jetzt sehe ich diese riesige Unterschied, wie ich das mit dem künstlichen gemacht habe am Auge und jetzt mit dem Naturhaar. Wirklich, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und also, ach, ich kann verblenden und Verblendemeisterin. Ich hab's die Regeln gelernt. Zu verblenden. Zuerst Concealer, danach ein alles ausge, ohne irgendwelche Concealer in Falten, alles glatt gemacht. Wenn das alles ja abgestimmt ist, dass das verblendet und dazu so richtige Pinsel oder auch nicht richtige. Da verblendet sich alle von selbst. Man muss nicht viel machen. Es verblendet sich richtig, glaub mir, wie von selbst. Und das ist kein Hexenwerk. Das ist kein ganz einfacher Üben. Das habe ich auch. Ich war unter dem Tütchen. Der Freund von meinem Mann René ist gekommen. Und ich. Ja, ich muss wahrscheinlich ein bisschen Sport machen. Egal wie viel Falten an Augenlider hast, du kannst ja immer die Sachen, die nicht so schlimm aussehen, immer so den optische Täuschung machen. Ne? Ganz einfach üben. Und habe ich meinen Rat für die sagen, ja, ich verblende, bla bla bla. Nee, einfach üben und die Regeln, immer. Nach einem anderen und das alles abgestimmt ist. Ja, okay. Oh, so, da habe ich mir schon füßelig, den Mund füßelig geredet. Und jetzt werde ich mit der Effektpalette. Ne? Ich freue mich auf die. Ach Gottes Willen, das ist was für mich. Werde ich mit der jetzt einen festlichen Look machen. Und über meine Lieblingskosmetika, eins soll sein, werde ich am Ende, wo ich schon fertig bin. Ja, okay, na dann. Thank you.
Meine Lieben, mein Make-up, festliches Make-up ist schon fertig. Meine Füße ist auch fertig. Ich habe festliches Kleid und ich kann gehen, irgendwo festen, oder? Oder nicht? Ich zeige euch, wie das nachsieht, aussieht. Ich habe mich so betrachtet im Spiegel, oder mehr Farben geht nicht. Aber trotzdem festlich. Ja, diese Palette, ach Gott, was ich vergessen habe, diese Palette ist genial. Die habt ihr selber gesehen, die alle Lidschatten, die verblenden sich von selbst. Man sagt verblenden und verblenden sich von selbst. Und was für eine wunderschöne Farbabgabe, das ist richtig. Wow, ich bin total glücklich damit. Okay, ich zeige euch, wie das alles aussieht. Simon ist bei mir die ganze Zeit. Der will schon nach unten. Ne? Warte mal. Oh ja, 17.30 Uhr. Ja, in einer Stunde sollte. Was? 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 Ja. Nimm die Fotos von mir. So, ja. Mir gefällt's. Ich kann ja ohne Probleme so nach draußen gehen. Ja, heute nicht mehr. Heute nicht mehr. Morgen muss ich wieder zum Arzt. Ja, ich hoffe, ich darf weiter für euch malen, mich malen. Und meine Kosmetikum oder Kosmetika, die ich sehr, sehr schätze und liebe. Also, vor ein paar Wochen habe ich bei der Anja das gesehen. Die hat so schmackhaft dieses Video gemacht, da musste ich den gleich kaufen. Und ich muss schon sagen, es kostet nicht die Welt, aber der macht wirklich das Gesicht. Ich benutze den, wenn ich morgen nicht irgendwo gehe, stehe ich auf, gehe duschen, mache ich meine Pflege, so Tonic und bla bla, und danach nehme ich Augencreme und dieses
Serum. Das ist ja, das Serum ist ja, man muss das nicht abmachen. Das ist ja genial. Maske, Gott, Maske. Und in 5 Minuten nach dem das Auftragen, mein Gesicht sieht aus, als ob der beste Blowpuder der Welt. Alles ist glatt, alles ist eine Ebene. Und ich fühle mich, das klebt so ein bisschen, aber mir stört das nicht. Weil ich fühle wirklich die Feuchtigkeit. Hier steht 24 Stunden. Ganzen Tag damit, wenn ich ja abends unter die Dusche gehe, es ist ja noch auf dem Gesicht. Und das, wir sind alle zur Schule gegangen und wir wissen, dass solche Sachen sind ja nur ganz, ganz obere Oberfläche machen die gehen nicht ja da rein unter der Haut, weil die Haut ist dazu, das alles abzuwehren. Wenn wir das die Haut ja verletzen, ja, da kann ja da reingehen, ne? Auf jeden Fall und solche auch Sachen auf Oberfläche anzuwenden macht auch weniger Falten, ne? Das muss nicht ja unbedingt unter der Haut. Nein, das macht wirklich, wenn es die Haut man fit haltet, kommen die Falten später oder weniger oder kleiner und die kleinen werden so ein bisschen aufgefüllt, dass man die nicht sieht. Und so, das wirklich in 5 Minuten. Ich muss ja immer, Gästeklo ist ja ein Spiegel, wo Licht direkt, so richtig direkt am Gesicht. Ich gehe in, ach, das ist die Wahrheit, das ist die ultimative Spieglein an der Wand, sagt immer die Wahrheit. Also meine Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ich darf für euch ja weitermachen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr bei mir seid. Dass ihr über mich erzählt, das für die Daumen. Ich bedanke mich bei neuen Abonnenten. Und ja, ich habe heute, wo ich die, ich habe weiße Farbe gesucht hier unter unter den Augenbrauen, das ist ein bisschen, dass diese rosa und orange und wie das, oder violett, ein bisschen ja, ins Auge, ne? Kommt, da habe ich festgestellt in der Schublade, ich habe so viele Paletten, vielleicht habe ich mir gedacht, einmal mit Lieblings Dingsbums da und nächstes Film, ein Teil über Paletten, nur über Paletten. Schreibt mir unter die Kommentare, in der polnischen Seite habe ich auch gefragt, ja, also ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich wünsche euch was und wir sehen uns beim nächsten Vlog. Tschüss.